sehr, sehr leicht, als wäre es die einfachste Sache der Welt, da mit Doppelsalti durch die Gegend zu wurzeln. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer. Mit der Nummer 53 aus Kroatien, Neven Ivic und Ivana Mihalic. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt, wie es den beiden geht. Man sieht an seiner Hand die Bandage. Ja, der war sehr schön, der Doppelsalto rückwärts. Den beherrschen sie wirklich sehr, sehr gut. Neven und Ivana machen auch immer sehr schöne Fußtechnikelemente zwischen den Figuren. Ja, auch gut ausgeführter eineinhalbfache Salto vorwärts. Bei den beiden ist immer der Eingang in die Akrobatikfigur ein wenig verzögert und teilweise etwas langatmig, was ihnen vielleicht den einen oder anderen Punkt auch noch kostet. So wie jetzt hier auch diese relativ lange Eingang, also nicht so spielerisch ins Programm übergehen. Eine ganz neue Kombination, die habe ich von Neven und Ivana noch nie gesehen. Schade. Beim Vorwärtssalto. Ein bisschen Bauch, wie wir jetzt kommt. Yes. Das ist gut gegangen. Beim Twist-Salto. Es war sie etwas schief und da hat er dann doch nachsteigen müssen. Das ist nicht unbedingt das, was man in dieser Klasse braucht. Ah, jetzt sehen wir mal eine Delaine, kombiniert mit einer Krawatte. Das ist eine sehr schöne Kombination. Ja. Ja, leider nicht fehlerfrei. Aber auch allgemein muss man natürlich sagen, das Niveau ist sehr, sehr hoch hier im Finale. Auch hier eine Zeitgruppenstudie von Neven Ivic und Ivana Mihalic. Ja, der eineinhalbfach Salto vorwärts im Todessturz gefangen ist sehr gut gelungen, sehr flüssig. Das ist ein